So, willkommen zurück und weiter. Oh, neue Gegner für uns. Extra für uns. Und ich glaube, wir wissen noch, dass die hier gar nicht mal lustig waren. Diese Creeper. Und den Rest attackieren wir dann erstmal nochmal. Alter Falter, was war das denn? Habe ich jetzt gerade irgendwas nicht beachtet? Das war übel gerade. Hier irgendwas zum Aufladen. Kämpfen wir mit. Sowieso. Okay. Gut, da können wir wahrscheinlich gleich nochmal zurückgehen und schlafen. Habe ich eben gar nicht drauf geachtet. Eigentlich sollten jetzt nicht mehr so viel anrichten an diesen Gegner. Aber das tun sie. Na gut, Victor, der zieht sich natürlich sehr viel ab, weil er Feuer auf seiner Rune hat. Und die geben uns auch gar nicht mal so viel. Okay, das könnte leicht lustig werden. Als ich gleich noch ein bisschen an Level gewinnt, das ist Stallion. Ist immer lustig zu sehen, wie schnell das hier geht mit den Leveln, ich weiß. So, nochmal zurück. Und kurz schlafen und speichern. So, muss ich direkt mal gucken, was ob der. Okay, er hat Gack. Dann werde ich Pan jetzt nochmal was holen zum Ausrüsten. Weil es ja unbedingt sein muss. Kann er jetzt brav anziehen, dann muss es aber gut sein. Okay, die ist dann nicht mehr zu gebrauchen. Der hat anscheinend... hat er nicht, nee.
Ist ja ein Klopfer. I'm not equipped anything. So, dann können wir die Leather Coat wenigstens verkaufen. 350, das ist ja scheiße. Okay, auf. Alles Geld für nur verschmieden. Also man muss hier schon offline, wenn man es aufnehmen will, auch leveln. Das ist wirklich massiv, was man hier an Geld braucht in dem Spiel. Also das ist generell bei so Ikonenspielen, man braucht massiv Geld. Sonier. Jetzt soll vielleicht nur ein Gerücht sein, aber sie sagen, dass ein Monster auf dem im untersten des Dungeons. Manche Leute sagen, dass diese Kreatur einen Opal hergibt. Das ist von der Person Enemies of the. Ach so, okay, das ist eigentlich nur ein Gefängnis. Sind wir hier also auch falsch? Dann muss Skalitäts hier dieses Ding da oben ganz in der Ecke sein. Und unten ist es nicht, da kommt eine Übergangsstadt. Stan ist schon wirklich mies ausgerüstet, aber du könntest, ich könnte ja nicht mal die zweite Ausrüstung für irgendwen kaufen. Da ist es. Unser Ziel. Hey, dieser Pollen ist krank. Jack. Du solltest vielleicht wieder zurückziehen für den Moment. Yeah. I'm impressed. Das müssen wir jetzt Matthew erzählen. Matthew muss dann eine Idee einwerfen. Ich hoffe, das läuft so. Oh. Creeper. Wir werden natürlich wegboxen. Schlagen. Whatever. Voll verfehlt. Übrigens nicht nur ein starker Kämpfer, der Stick, sondern auch ein sehr guter Magier. Ist eigentlich von mir eine Dauerempfehlung für das Spiel. Bei Victor ist es die Sympathie, denn der hat auch sehr, sehr viel Power, aber der hat sozusagen gar keine Magie, deswegen ist nur die Sympathie bei ihm. Und es ist halt immer gut, wenn du ein Charakterwesen ist, ein bisschen mit Magie belassen kannst, muss ja nicht viel sein. Was sagt Quincy jetzt? Okay, das sind immer noch zu wenig, ihr, wie auch immer. Die Frage ist, wo haben wir jetzt hier unseren tollen Matthew? Aber dafür haben wir jetzt ja den Blinkspiegel. Der nicht hier ist, sondern dort. Stimmt, und sie steht dann neben dem Spiegel, so war das. Mann, lang ist's her. Der dritte Flur, was? Ich überlege gerade, ob wir im Elfendorf noch den Tigerkrieger bekommen können. Anheuern. Nein, ich will nicht die Party-Members ändern. Kasperkopf. Ja, was machen wir jetzt? Scheiß.
suchen einfach was aus. Ich gucke mal, ob dieser Typ da ist, was ich eben gerade gesagt habe. Damit kann ich die Zeit dieses Videos noch aufstocken. Und sonst müssen wir jetzt in den Städten weitersuchen. In den Städten an sich. Great Forest. Dwarf Trial. Burn Village of Elves. Ich glaube, Pan ist das mit dem, das ist gleich ein Problem mit dem Körperlichen. Ich glaube, er hat einfach diese scheiß ultimativ miese Abwehr. Daran liegt es. So, hier werden wir uns auf jeden Fall noch umschauen. Das Wooden Shield. Ich schaue gerade mal, ob wir das noch eben geben können, aber das können wir in den Müll schmeißen. Oder den Platz behalten. Ah, Gorn, ne? Ja, der fragt schon. Wir könnten jetzt Koromimi in die Gruppe nehmen und dann hätten wir Gorn. Das werden wir auch noch tun. So. Ha! Ich bin Fusulu. Ich bin stark wie 100 Mann. Wenn ich meine Axt schwinge, erschüttert die Erde. Dann zittert die Erde. Und wenn ich schreie, dann steht der See Thoran Kopf. Rekrutiert, Pennersohn. Nur wenn du mich fütterst, nimmt er dies an. 10.000 Bits will er dafür haben. Und die haben wir sogar. Aha! Ja, du Wichser. Dann, nichts, was ich zu Menschen sagen könnte. Ja, gut. Gon hätten wir, wie gesagt, noch holen können. Das verschieben wir dann. Dann suchen wir jetzt weiter. Nachdem ich mich gebeamt habe. Zweifach quasi. Jetzt können wir wieder überlegen, wo wir hingehen. Also ich schätze mal, Rikon war unten. Ich glaube, Tayen war's. Und hier eventuell könnten wir jemanden finden. Ihr Typen schon wieder. Was wollt ihr? Scheiße, Mann! Wir brauchen auf jeden Fall jemanden, der uns hier weiterbringt. Ich weiß leider im Moment nicht, wer das sein könnte. Das ist scheiße. Gut, aber das Video hat auch schon 15 Minuten, deswegen sehen wir uns gleich wieder. Ciao!